Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Freitag, den 11.03.2023. Und unser DAX, der ist hier ganz schön, ne, ich will nicht sagen aggressiv, aber ist ein bisschen schnippig unterwegs gewesen zum Donnerstag. Wir haben uns darauf vorbereitet und auf jeden Fall gesagt, dass ich ganz klar oberhalb von 15.660 eher Long suchen würde. Ja, weil ich ihm oben raus durchaus Potenzial zugetraut hätte, bis 57, 87 und auch mehr zu steigen. Und wir haben gesagt, wenn er aber uns unter 600 abkippt, dass er dann eher bestimmt Richtung 530 und gegebenenfalls vielleicht auch hier diese Zone um 460, 440 anläuft. So, über 660 war er gar nicht. Das heißt, für Long hat er sich hier, ich sag mal, nicht qualifiziert. Unten raus hat er in der ersten Bewegung die 5,30 erreicht, die wir haben wollten, ist dann nochmal ein gutes Stück hochgegangen, wo ich, sage ich jetzt auch mal so, eher persönlich davon ausgegangen wäre, dass er dann auch gleich durchzieht bis 57, hat aber nicht gemacht, hat es gebrochen, hat sich dann auch unter 600 wieder zurückgeworfen, die ja hier für uns eben signalgebend sein sollte, und hat dann unter 600 eben noch den Boost gezündet im zweiten Anlauf Richtung 4,65, 4,40. So, hier war er jetzt noch nicht. Hat ja auch im Stundenband erstmal, ich sag mal, versucht, die Kerzen noch drin zu halten. Und lässt damit zum Freitag natürlich jetzt in dem Sinne auch Konterchancen wieder offen. Ja, das heißt, eigentlich kann man schon fast sagen, früh eine erste grüne Stundenkerze abwarten am Freitag. Und die kann schon gut und gerne erstmal wieder bis 590, 600 zurück, aber eben auch diesen kompletten Ratsch ja einfach wieder auskontern und wieder Tagesschluss um 650, 660 rum erzwingen. Wäre für einen Freitag gar nicht so untypisch. Aber ich würde eine grüne Stundenkerze mindestens abwarten wollen. Und dann darf er bitte auch danach nicht mit einer roten die grüne völlig zernageln, sonst würde ich persönlich, wenn ich auf die grüne hin in den Long reinsetzen würde, danach wieder abbrechen und sagen, okay, erstmal Finger weg, weil wir kennen unseren DAX, wir kennen auch Freitage, ne, die gehen zwar mit definitiv höherer Wahrscheinlichkeit nach oben, nach unten, aber es gibt immer mal einen Ausreißer und da sollte man dann nicht bis Tagesende eben in einem Long festsitzen, der dann im Zweifel hier bis 270, 300 unten rausrutscht. Ja, und deswegen einfach ein bisschen vorsichtig sein, wenn hier weiter Schwäche drinnen bleibt, kann auf dem DAX auch mal richtig knallen, das passiert sehr selten. Ihr kennt das noch aus dem vorletzten Video, da sind wir da mal ein bisschen drauf eingegangen. Aber wenn es passiert, dann knallt es halt auch und dann drückt es halt auch. Und dann würde ich wirklich schon rechnen, wenn er schwächer ist oder schwächer bleibt und sich auch unter 450, 445 hier drunter schiebt, dass er dann eben auch die Bereiche um 300 bis 270 hier eben erreichen kann. Definitiv. Das schafft er an einem Freitag. Ja, aber wenn grüne Stundenkerze kommt, der sich hier stabilisiert, aufhängt, ne, so ein bisschen wie am Donnerstag, guten Eindruck am Morgen macht, lasst ihn wieder zurück, lasst ihn wieder zu 590, 600 steigen, lasst ihn wieder an die 660 steigen, auch wenn der eine oder andere schon gar nicht mehr sehen kann. Aber er hätte definitiv das Zeug dazu. Ja, da würde ich mich dann ihm nicht in den Weg stellen. Ja, nicht, dass man dann hier jetzt vielleicht den Donnerstag, wo es letztendlich für Long keine, ich sag mal, Freigabe oder Berechtigung gab, die ganze Zeit Long gehandelt hat, der Markt ist gefallen. Und jetzt am Freitag, wo er dann vielleicht wieder in die andere Richtung komplett durchzieht, man den ganzen Tag shortet. Da passt ein bisschen auf euch auf. Ich kriege das momentan von sehr, sehr, sehr vielen mit, dass sie sich sehr triggern lassen, ja, also sehr vom Markt fangen lassen, so ungefähr hier oben Short auflösen, dann Long wechseln, hier unten Long auflösen, auf Short wechseln, hier wieder andersrum. Das scheint momentan gut zu klappen. Also da springen viele, viele, viele drauf an, auf dieses intuitive Reagieren am Markt. Und in der Regel ist das eher kontraproduktiv. Es funktioniert nicht, ne? Wenn ich intuitiv nach Bauch handle, dann bin ich immer hier long, hier short oder realisiere hier einen Verlust, dann steigt es wieder und so weiter und so fort. Da passt einfach auf, dass ihr den Markt kommen seht und mit den Signalen handelt, ne? Dass ihr auch sowas beachtet, wie wenn wir sagen, unter 600 geht er bis 530, geht er bis 445, dass man das einfach für sich mit verwendet und aufgreift, wenn man es sich schon anhört. Ja, und dann eben auch für sich nutzt, damit man eben nicht immer noch dagegen steht. Ne? Auch am Vortag haben wir auch gesagt, hier, wenn er drüber drückt über die 550, sich einen schnellen Start macht, kann der wieder komplett bis nach oben. Und wie viele haben da den ganzen Tag durchgeschortet? Ne? Also das muss aber jeder für sich einfach hinkriegen, einmal Klick machen, anfangen ein bisschen wegzugehen von dem, ah, ich mache das, was alle anderen Privatanleger machen, dieses intuitive Bauchgefühl handeln. Ich sehe, dass die alle damit nur Geld verlieren, also mache ich es genauso. Funktioniert halt nicht, wenn ich Geld verdienen will. Wenn ich Geld verdienen will,
Muss so machen wie alle anderen, die verlieren. Wenn ich aber Geld verdienen will, muss ich es anders machen wie die alle, die verlieren. Na, und das sollte aber klar sein, weiß auch eigentlich jeder von euch. Möchte ich bloß nochmal ins Gewissen reden. Na, weil ich es mitkriege, dass momentan sich viele hier ganz schön rumschubsen lassen im Markt und das dann auch ins Duell treiben. Also dann auch wieder nach einem Stop-Loss wieder anfangen in die andere Richtung gleich wieder rein. Das sind alles so Sachen, das macht man nicht halt. Ne? Das macht ein Trader nicht. Der lässt sich nicht catchen auf persönlicher Ebene, weil das ist Business für den. Ja, das heißt, ich gucke mir ein Setup ab, ich bewerte mein Risiko, ich bewerte meine Chance, dann suche ich einen Einstieg, dann ziehe ich das durch und dann habe ich entweder Geld verloren oder mein Risiko eingesetzt und verbraten. Ja, aber auf kontrollierte Art und routiniert. Nicht auf emotionaler Basis, dass ich mich hier die ganze Zeit nur triggern lasse, rein und rausspringen, so wie mir mein Bauch das gerade sagt. Das funktioniert einfach nicht. Aber das wisst ihr. Beachtet es nur einfach auch, ne? Es reicht denn nicht, das zu wissen. Man muss auch danach handeln. So, ich wünsche euch dann viel Erfolg zum Freitag, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.